Liebe Zuschauer, wir suchen wieder für Tiere ein neues Zuhause, und zwar mit Michael Spellig vom ersten freien Tierschutzverein Leipzig. Heute wieder ein Hund auf der Tagesordnung. Ein sehr agiler Hund. Das ist ein Welpe. Wie alt? Ja, das ist ein Welpe. In der Spelle zum Junghund, 3 Monate alt. Schäferhund-Mischling ist die Mutter, Vater unbekannt. Und er hat noch weitere 5 Geschwister, von denen also noch 4 auf ein neues Zuhause hoffen. Okay. Wie groß wird der Hund? Ja, ich denke, man muss so ungefähr rechnen. Die Mutter ist Schäferhund, typische Schäferhundgröße. Und ich denke, in diese Richtung wird sie auch gehen. Worauf gibt es zu achten, wenn man sich einen Welpen anschafft? Wenn man vor allen Dingen noch keine Erfahrung hat? Ja, von vornherein also konsequente Erziehung und nicht in den Mitleidsbonus verfallen, sondern einfach ganz klare Ansagen. Im Zweifelsfall, wenn man keine Hundeerfahrung hat, sich vorher beraten lassen und sich dann vielleicht auch professionelle Hilfe holen und darauf achten, dass der Hund nicht abgeschirmt wird, sondern Sozialeindrücke bekommt, andere Menschen, andere Tiere, Welpengruppe, wenn in der Nähe eine sinnvolle Welpengruppe ist. Alles das machen, was er machen muss. Autofahren, Straßenbahn auch mal, Stadttreppe, Menschengruppen. Alles so schnell wie möglich ranführen, damit er gut sozialisiert. Aber die Beratung bieten Sie ja auch den Interessenten an? Die gehört zur Vermittlung mit dazu, ja. Okay. Worauf gibt es noch zu achten beim Futter? Ja, Welpen entsprechendes Futter, das heißt also Futter verwenden, die für diese Altersgruppe geeignet sind, freigegeben sind. Das heißt, die sind besonders angereichert für Stoffe, die man eben in Jugendtier braucht. Genauso wie also ein Kind ja eine andere Ernährung braucht als ein erwachsener Mensch. So ist das bei Tieren genauso. Und dort sollte man dann also gucken im Internet, sich auch mal schlau machen. Es gibt dort über Stiftung Warentest eine ganze Menge Tests, die gelaufen sind. Und es ist nicht immer das teuerste Futter das Beste. Okay. Was kostet es im Tierheim, wenn man einen Welpen holen möchte? Für sich? Also ein Welpen oder Junghund ist eine Schutzgebühr von 210 Euro. Und da drin inbegriffen ist er also durchgeimpft und gechippt. Okay. Erkundet er gerade den Teppich? Na, jetzt wird er müde. Ja, er wird jetzt ein bisschen müde. Ist ja auch sehr aufregend. Er hat also jetzt gerade ganz tolle Erfahrungen gemacht schon in seinem Leben. Hat das ja auch ganz gut weggesteckt und ja, das ist also ganz wichtig, je mehr er in dem Alter lernt und erlebt, desto besser für sein ganzes Leben. Also heißt, wenn man einen Hund sich zulegt, viel Zeit mitbringen, oder? Viel Zeit, und in dem Alter ist es eigentlich fast so, als wenn man sich selber nochmal ein Kind anschafft. Also der Arbeitsaufwand ist vergleichbar. Das ist ja das, was ganz oft unterschätzt wird. Und ich glaube, wir haben jetzt eine kleine Markierung. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist eine Haftpflichtversicherung, wenn der Teppich gereinigt wird. Stubenrein wird ja noch gemacht, sozusagen. Nee, das muss dann der Besitzer machen. Und ja, das bedeutet die erste Zeit also regelmäßig runter, auch nachts. Also gerade jetzt bei den Temperaturen nicht immer lustig, aber das gehört zum Hundehaltersein dazu. Okay. Aber ein wahnsinnig schöner Hund. Ich hoffe, dass wir bald wieder ein neues Zuhause finden, Herr Spellig. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Wir sehen uns dann bald wieder in 4 Wochen. Und liebe Zuschauer, Sie wissen, wo Sie sich hinwenden müssen, ans Tierheim Breitenfeld. Herr Spellig, vielleicht nochmal die Telefonnummer ganz kurz. Das ist Leipzig, die 911-7154 und der Gustav-Adolf-Allee. Okay, und bevor Ihre Schnürsenkel jetzt dran glauben müssen, wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.